Wir haben nach wie vor massenhaft illegale Migration aus Afrika und islamischen Ländern. Personen archaisch sozialisiert, statistisch überproportional kriminell, meist ohne Ausbildung. Und dennoch werden sie bedenkenlos jährlich in Hunderttausender Stärke ins Land gelassen. Eine erhebliche Belastung unserer Sozialsysteme, unserer Haushalte und eine permanente Gefährdung unserer Bürger. Syrer, Afghanen, Iraker, sie haben beim illegalen Grenzübertritt aus der Türkei keine Schutzgründe. Ebenso sind die Mittelmeermigranten keine Flüchtlinge, sondern illegale Wirtschaftsmigranten, die aus Innerafrika über sichere Länder gezielt nach Libyen reisen und sich vor der Küste abholen lassen. Keine Notleidenden, sie zahlen hohe Schlepperkosten. Massenimmigration löst hiesige Probleme nicht, sondern verschärft sie. Steigende Kriminalität, Gewalt gegen Frauen, schleichende Islamisierung, Besetzung des öffentlichen Raumes durch Männergruppen von erheblicher Aggressivität. Wir brauchen nicht Städte, die sich zu sicheren Häfen ausrufen, sondern sichere Bahnhöfe, sichere Schulen, sichere Freibäder und Parks. Die absehbare demografische Entwicklung wird eine Integration verunmöglichen. Nur eine deutliche Mehrheitsbevölkerung kann eine entsprechend niedrige Zahl von Migranten integrieren. Und ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz ohne Vorrangprüfung nimmt unseren eigenen Leuten Arbeitschancen. Und dann sollen auch noch Abgelehnte bleiben dürfen, Ausbildungsduldung, als Lohn der Lüge. Dabei ist ein Großteil der Migranten hierzulande gar nicht einsetzbar. Sie müssen hier bis an ihr Lebensende von uns alimentiert werden. Jeder Zweite landet schon in Hartz IV. Diese Migranten werden Deutschland nicht retten, sondern ruinieren. Sie alle haben bei der Afrika-Entschließung der EU vom 26. März legalen Zugang nach Europa für jeden migrationswilligen Afrikaner gefordert. Dabei wird dort alle 10 Tage 1 Million Menschen geboren und hunderte Millionen sitzen auf gepackten Koffern. Was wir brauchen, ist Rückführung. Hunderttausende Syrer sind aus der Türkei schon zurückgekehrt. Der Krieg ist aus. Und Einzelfälle gab es 2018, 300.000 an Zuwandererstraftaten, täglich 800 Einzelfälle. Man denke, bei geschützten Grenzen wären 2014 bis 2018 800.000 zusätzliche Straftaten verhindert worden. Mit Dunkelziffer etliche Millionen. Ein zu hoher Preis, damit Frau Merkel ihr freundliches Gesicht zeigen kann. Mit dem Bruch von Dublin III und dem andauernden Selbsteintritt ist diese Regierung schuld an den ausufernden Kosten, mitschuldig an importierten Verbrechen. Maaßen musste gehen, weil die Regierung die Legende vom rechten Mob brauchte, um vom eigenen Versagen abzulenken in Chemnitz und Breitscheidplatz. Die Maßnahmen dieses Ressorts lösen Probleme nicht, sondern schaffen welche. Deshalb Schluss mit schwarzer Anbiederung an grüne Ideologie, stattdessen blaue Vernunft und Politik für die Leute im Lande. Zeit für Rückkehr zur Verantwortung und Rationalität. Jeder EU-Staat haftet wieder selbst für seine Schulden. Die Syrer gehen nach Hause und bauen ihr Land wieder auf. Und Greta geht mal wieder zur Schule.